Naja, dann tun wir das doch. Ich habe jetzt eine schnieke neue Karre und hier ist irgendwo eine Sicherung. Da. In Ordnung. Also fahren wir mit unserer Karre, die unser Lieferant zu Schrott gefahren hat. Mein Freund und Partner Mario Andretti Freeman. Ja, die Karre gefällt mir hier. Die ist cool. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Point war der Schutzgeld. Rede mit Beer Donnelly. Donnelly hat Ehrgeiz, der seinen Wunsch verstärkt, bei der Erledigung von Sonny Blue zu helfen. Ja, dann mal hin zu ihm. Yeah! Alter Kreisverkehr. Ist knapp. Oh ja, die Karre ist cool. Die ist cool. Juhu. Ich wollte nur mal hupen. Autokampf. Schießen. Schalte gegnerische Fahrzeuge durch Rammen aus. Okay. Ich will aber gar nicht rammen. Ach, den muss ich schon zerstören hier. Warum? Aber da mache ich mein Auto kaputt. Dann mache ich mein Auto kaputt. Zieh dich denn? Alter. Nein, da geht auch alles im Weg, Mann. Ich muss die. Ziel wählen, linker Button. Ah, so kann ich auf die. Alter, wie. Ich raff's gerade nicht. Ich check's auch gerade nicht. Scheiße, jetzt sind die Bullen hinter mir her. Oh, fuck. Und ich habe keine. Nein! Oh. Alter, und ich habe kein Auto mehr. Shit! An alle Einheiten. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Frag mich, wo er das Ding aufgelesen hat. Alter. Ich schwimme mich mal vom Acker hier. Shit, shit, shit. Das war so nicht geplant. Alter, was ist denn mit dem Martinshorn los, ey? So, jetzt sind wir aus der Fahndungszone raus. Gut. Boah, was geht denn ab? Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Genau. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Finde ich eine gute Idee, dass die Jungs das so machen. So, wie komme ich denn hier wieder raus? Hier? Nö. Oh, Freunde. Ich brauche ein Auto. So viel steht fest, aber der macht mir das wieder kaputt, wenn ich das hier hinbringen lasse. Also lassen wir uns das hier hinliefern. Da, pass auf. Ich will wieder die Karre. Die ist cool. Ich bin in Pointville da. Brauche einen neuen Wagen. Bin dabei, Junge. Ich lasse ihn schon mal warm laufen. Ja, zieh mal zu. Und mach's nicht wieder kaputt. Oh, Alter! Was macht der denn? Hier ist dein Wagen, Boss. Danke. Das ist eine große Hilfe. Ist ja gut, bleib geschmeidig. So, jetzt aber. Neues Auto, alles gut. Wieder so ein Böser. Nee, diesmal nicht.
Vor allen Dingen hat unser Auto jetzt auch so eine Farbe, da finde ich es auch wieder. Hoffentlich. So, dann mal rein in die gute Stube. Nein, voll gegen die Wand gelaufen, Alter. Grüße, Empfehlungen und all das Zeug. Tag. Bist du Bear? Nikki schickt mich. Eines Tages heirate ich das Mädel. Bear Donnelly. Ich verdanke Nikis Paar alles. Soll für ihn die Robert Doe Fleischfabrik im Auge behalten. Wer hat da drüben das Sagen? Ein Spinner namens Sonny Blue vermietet den Kredithaien des Schlachters ein Zimmer. Den Schutzgeldleuten auch. Wenn sie da nicht wüten können, gehen sie damit auf die Straße. Ist Sonny vielleicht gerade in der Fabrik? Scheiße, nein. Sonny kommt nur vorbei, um seine Leute zurechtzubiegen. Aber einer der Jungs, Ralph heißt der, hat wohl Geld unterschlagen. Sie prügeln drüben im Schlachthof auf den armen Bastard ein, um rauszufinden, wo er es versteckt hat. Könnte nützlich sein, ihm den Arsch zu retten. Mal sehen, was Sunnys Affen so ausspucken. Pass auf dich auf, Bear. Die Blues-Leute haben Angst vor ihm. Ah ja. Eben nicht. Mach denen also mehr Angst vor dir. Ich bin dabei. Wenn irgendein armes Schwein Sony Geld schuldet, kriegt es schon bald Besuch von dessen Schlägertrupps. Finde diese Parasiten und schaff sie beiseite. Überhaupt kein Ding. Mache ich doch umgehend. Vorher hätte ich aber gern gewusst, wo die kugelsichere Weste hier ist. Die mir da gezeigt wird. Oh, es ist schönes Wetter. Ich werd bekloppt. Es ist schönes Wetter. Hier? Ne, hier komme ich nicht rein. Aha. Ja, dann muss ich hier mal kurz einsteigen. Am helllichten Tag. Wann denn sonst? Einmal die... Ein Griff in die Kollekte. $28, es ist der Wahnsinn. Und dann... Ah, was haben wir denn hier alles? Schau an. Kugelsichere Weste. Und dann hätte ich gern die Kasse auch noch. Wenn wir schon mal da sind. Oh, das waren $500. Das hat sich gelohnt. Ne, wir gehen vorne raus. So, weil hübsch den Laden ausgeräumt. Und da drüben steht unsere Karre. So, und dann mal... Achso, wir müssen ja den Typ... So, wo geht's denn jetzt hier? Bier riskiert alles, indem er Burke hilft. Ja, das wissen wir ja. Wo sind denn jetzt hier die Bösen? Hier. Wer kennt Sonny schon lange? Die beiden laden gerne Privatbesichtigung. Nee, ich will die Typen hier hochnehmen, die den armen Typen da... ...hochnehmen. Das hier, befrage die Kredithaie. Ja. Und das hier oben? Ah, okay. Das sind mehrere. Ja, dann gehen wir erstmal hier hin. Ach, was stehst du denn da auch rum? Ah, die Karre gefällt mir, die macht Spaß. So. Na, Jungs. Lass uns friedlich bleiben, mein Freund. Oh, alle Fresse. Da kommt der Typ her. Da, sonst noch jemand was? Scheiße, hab ich ein Glück. Ich mach ihn alle. Wir sind unter Beschuss. Kommt sofort her. Komm her. Shit. Ich sterbe. Ja, natürlich stirbst du. Oh shit, jetzt kommen die Typen da. Wow. Scheiße, ich lade nach. Ja, lad du mal nach. Erwischt. Schieß mal auf deinen eigenen Boss, das macht Sinn, Freund. Ich sterbe. Wir haben da.
Oh, der kommt ja auch von hinten. Alter! Du Drecksau! Den habe ich nicht kommen sehen. Üble Sache. Jetzt hab ich dich ganz für mich allein. Komm. Schon wieder von hinten. Die Drecksau, ey. Ich sterbe. Alter. Bitte. Längste. Ich schieße ihm das Schwarz aus der Fresse. Boah, wo kommen die denn alle her? Ich sehe die gar nicht. Warum geht denn das nicht angezeigt? Da kann ich den jetzt mal in Ruhe befragen hier. Ich will was über Sunny Blue und die Fleischfabrik hören. Die ganzen Geschäfte, die dem Boss Schutzgelder zahlen. Ich weiß, wo sie sind. Töten oder anwerben. Gute Nacht, du Asse. Na, wir werben ihn mal an. Ich kann keinen töten, der nicht da ist. Draufgeschissen. Die Kohle nehmen wir natürlich mit. Notiz lesen. Hört hier, ihr Schwachsinnigen. Mr. Barbary? Na, Barbary. Ist es scheißegal, ob das Fleisch in seinen Fleischklößchen wirklich von einem verdammten Schwein stammt oder nicht. In der Wurst ist das, was wir draufschreiben. Wenn ihr also irgendein Arschloch in den Fleischwolf werfen müsst, dann tut es einfach. Wenn dem Feinkostladen nochmal die Wurst ausgeht, steckt in der nächsten euer Arsch. Alter, was ist da denn los? Was... Töten. Ach, BubbleNet. Entscheidet selbst, ob ihr dem nachgeht. Wie geil ist das denn? Erstens mal bin ich kein männlicher Schwarzer. Und steck mal die Wurmuhr weg jetzt. Na, heilen. Okay. So, ihr entschuldigt mich, ich muss weg. So. Einmal hier rüber. Bam. An alle Einheiten. Verfolgung beendet. Ja, das würde ich auch sagen. Und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beendet. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Genau, da kommt nämlich jetzt wieder der männliche Schwarze. Na, hat sie ihn erwischt? Die arme Sau. Also Sachen gibbet. Sorry, entschuldigt mich. Ich brauche mein Auto. Habe ich mir gerade neu liefern lassen. Was stimmt denn nicht mit euch? Hallo, Ladies. Lass uns die Sache mit deinem Dach rausziehen. Und so stirbst du. Echt? So, sehen wir mal zu, dass wir hier Land gewinnen. Das war eigentlich so auch nicht geplant. Alter, wie ich es wieder verkack heute. Hat's den eben weggefahren? Ist der eben tatsächlich von einem Leichenwagen überfahren worden? Wie geil. Der ist doch eben tatsächlich von einem Leichenwagen überfahren worden, der Typ da. Wie geil. Na, Boy, alles klar? So, sonst noch jemand was wissen.
Ich raff's nicht, wie man die dumme Knarre wegsteckt. So, einmal hier. Und rein da in die Bude. $48. So, was ist denn hier drin? Oh, eine ganze Stange Geld. Alles mal. $2,500. In Ordnung. Das hat sich mal gelohnt, würde ich sagen. So, da ist wieder irgendwo eine Schallplatte, die ist garantiert hier drin. Diesmal hole ich sie mir. Aber mit Sicherheit. So. Tja, wer war das bloß? Hier ist er. Was ist denn das? Ich kann nur Hollow lesen. Naja. Da gibt es da drüben jetzt eigentlich noch was, weil da noch was so ein Zeichen ist. Ah. Können wir uns hier ein bisschen Fusel rausholen? Oder können wir das kaputt... Ach nee, das können wir kaputt machen. Na da, schau an. Wir machen den Fusel kaputt. Hat jemand was dagegen, dass ich hier die Schränke kaputt mache? So, wieder $500 weniger. Bin nicht sicher, ob ich das wissen will. Ja. Hat sonst noch jemand ein Problem? Bis jetzt noch nie eine Leiche gesehen. Termin, schon nachdenklich. Ich glaube, die Wumme ist cooler, oder? So. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Na, dann mal drüber fahren. in Ordnung, lasst uns mal schauen. Jetzt haben wir hier... Genau, das Schlager beschütze die Schnapsläden. Ich will aber nochmal hier hin. Verteilerkasten? Ne, hier. Typen hochnehmen. Ja, was ist denn hier los? Fahrt doch. Mach mal Platz, Alter. Ja, komm du mal her, du. Mach dich platt, Alter, vom Feinsten. So, ich muss mal hier rüber. Verzeihen Sie. Böse Menschen planen böse Dinge. Hallo. Hallo. Grüß dich. Na, gibt's hier lecker Eis? Tut mir sehr leid. Hast du sie noch alle? Was ist denn? Ich stehe hier nur rum. Boah, cool, ein Leuchtturm. Hallo, Ladies. Na? Kann ich mich dazu zu euch setzen? Nicht? Sie sind ganz schön stumm. Da sind die bösen Buben. Denk an deinen Rang, Junge. An was? Alter, schlagen die den da zusammen. Jungs, ist nicht. Ist nicht, Jungs. Alter, Alter, habe ich da jetzt wieder. Ja, natürlich. Das war jetzt ja klar. Blöder hätten wir es ja nicht machen können. Naja, versuchen wir es nochmal.